genau. Wollte ich anstelle eines Gebetes kurz mal eben 3, 4 besondere Zitate aus einer speziellen für den heutigen Tag zugeschnittenen Bibelstelle vorlesen. Und zwar, da heißt es, darum preiset alle die Freude, auch die des heutigen Geburtstages natürlich. Denn nichts Besseres hat der Mensch unter der Sonne, als zu essen, zu trinken und fröhlich zu sein in den befristeten Tagen seines Lebens, die Gott ihm unter der Sonne gegeben hat. Na. Deshalb iss mit Freuden dein tägliches Brot, ich ergänze, hoffentlich auch mit Zugaben, und trinke deinen Wein mit fröhlichem Herzen. Na. Trage festliche Kleider und mache dich schön. Genieße das Leben mit der Frau, die du lieb hast, alle die flüchtigen Tage unter der Sonne, die dir Gott gegeben hat. Denn das ist dein Teil im Leben. Das ist der Lebenslohn, das ist des Lebenslohn, Entschuldigung, das ist der Lohn deiner Mühsal unter der Sonne. Freue dich, du junger Mann, in deiner Jugend. Ich sage auch in der zweiten Jugend. Und sei fröhlich in der Blüte deines Lebens. Tue, was dein Herz ersehnt und genießt, was deine Augen schauen. Das klingt beinahe so, als ob das ein Freibrief wäre, aber das ist nicht der Fall, denn jetzt kommt das dicke Ende. Also jetzt will ich dir was sagen. Die ganze Zeit habe ich gedacht, Gott sei Dank mein Freibrief. Und jetzt kehrst du so, jetzt kommt. Trotzdem lese ich den einen Satz noch vor. Doch wisse, jetzt kommt es, Gott wird dich über all dieses vor sein Gericht führen. Erstmal muss ich nicht da reinklopfen. Erstmal. Das ist wirklich heftig.
Sehr schön, danke. Vor 20 Jahren wäre die Bundeswahl gewesen, hat ein bisschen getroffen, aber mittlerweile haben die Gegner.
Bei uns gibt es nie Pfifferlinge. Allein wegen diesen. Weil der, die sitzt da so drin und dann sind die so mandelig. So, oh, nee. Das ist ein bisschen Salat. Mach mal beim Mädchen noch nicht gern. Alter, war eine Hause. Wird mal beim Essen gefilmt, wenn die Sonne war. Ja, ich würde sagen, das macht sich fast genauso. Brauchst du was? Johannes, ist das ein Barrik? Es schmeckt. Jetzt ist ein Schrank auf. Ja. Der steht in mir. Wein, ja. 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 Ich habe die Verehrung verdient, ja. Und dann hat er mitgebracht und Weine mitgebracht, wo Wein war, das hier. Hier, ich komme mich kaum einkriegen. Burkhard, rülps mal. Wirklich dann, wenn die Weine richtig gut sind, also die Malz schmecken wie so, so Kenner sagen, so nach Trüffeln oder nach so, also irre. Also, der kostet aber auch so eine Flasche. Ob der Dirk wohl auch zum Essen kommt? Nee, nee, ja. Der Automat. Er hat keine Zeit. Wer hier in. Du, der Dienst ist Dienst ist Dienst. Das ist halt so. Das ist aber sehr gut. Oh, war. Natürlich solche Gläser. Okay. Alle anderen geben auch. Die Haut! Soll ich die mitnehmen? Ich bin ein grauer Mehl. Na, nicht ganz normal, ich bin gar nicht da. Ja? Du bist aber da. Fleisch. Das muss Kevin sein. Wie du? Nein, nicht so. Einmal, sonst bist du der Einzige, der nicht da drauf ist. Einmal hier hochgucken, guck mal. Bitte. Susanne, einmal. Dankeschön. So schmerzhaft war es nicht. Du musst die Nase putzen. Was? Musst du so Nase putzen? So. Auf der Tausch. Da wollte ich arbeiten, wenn ich so viel. Da können wir auch so viel essen. Dann einmal brauche ich dich. Ohne Hände. Oh nee, ich hasse das. Ignoriere mich einfach. Das kann ich jetzt nicht, du stehst vor mir. Sure. Danke. Nein. Das ist ein Sinn, oder? Das ist ein. Erstmal weiter. Du musst Jonas hier, wie er links mit links ist, das muss er machen. Hey. Oh. Hm? Es war hier, ne? Ja. Genau. Warm, ja. Ne, ich muss mal auf die andere Seite. Einmal hier. Hallo, ich habe schon. Ja. Du hast gar kein Fleisch mitgekriegt, oder? Aber vielleicht ist da hinten noch was. Film beim Essen. Und du bist ja abgehauen kurz vorher, ha? Hallo. Gerne. Wir haben auch ganz viel bezahlt. Wir machen 6 Euro. Dankeschön. Ja. 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 Ja
Dirk, beim Essen. Ja, also wir müssen sehr aufdringlich jetzt. Guck mal hier. Hast du mal eine Goldzähne drauf? Guck mal hier. Das wird Dirk machen. Das ist ein großer Apparat. Wir freuen uns und wir rufen Hurra! Mein lieben Gott ist
Otto, für mein Freund Otto. Alle denken nur, das ist der Weg. Nochmal. Dein Leben war bisher geprägt nach diesem einen Motto. Beweg dich und dann bleibst du wirklich fit. In den 80 liest du daher noch Kartoffeln, mein Freund Otto. Alle denken nur, das ist der Hit. Ich jeden Tag 30 Minuten meditieren unter Eichen und morgens die Gymnastik in der Früh. Du schwingst alle meine Hüften, die Beschwerden müssen weichen, so weißt du nur Jahre ohne Mühe. Unser Papa wird heute 80 Jahre. Juli, Leon, auf uns seid ihr. Wir freuen uns. Und wir rufen Hurra! Haben sich heute wir unseren Gläsern nun erheben. Jetzt geht nicht mehr der weite Blick zurück. Danke. Unser Gott, wir weiter von guten Dingen geben. Gesundheit, Schutz und auch ein wenig Glück. Von Herzen alles Gute, sei das Beste. Du bist geschnitzt aus ganz besonderem Holz. Unser Papa wird heute 80 Jahre. Und du musst auch mal. Du lebst in der Landschaft. Wir von Herzen alles Gute, nein, das Beste. Du bist geschnitzt aus ganz besonderem Holz. Unser Papa wird heute 80 Jahre. Wir freuen uns und wir rufen Hurra! Gedanken müssen wir doch dem Johannes heute noch eben mit auf den Weg geben. Ja, der 31. Oktober 2003 ist heute, also gestern, ich habe auch den Geburtstag gewünscht, heute vor 80 Jahren, also im Jahre 1923, wurde auf dem Jakobshof das fünfte Kind geboren. Ja, ich bin auch. Hans-Kollege. Deine Eltern, Josef Christoph Frese, der am 29.11.1891 als sechstes Kind seiner Eltern Christoph Frese und Katharina Elisabeth, geborene Frese, geboren wurde und deine Mutter Maria Anna, geboren am 6.6.1893. Die beiden tauften dich auf den Namen Johann Albert. Ach ja. Nicht nur die Vornamen Johannes und Christoph, sind eure Namen in deiner Geschwisterreihe, kommt auch der Name Albert dreimal vor. Mit zweitem und einmal mit erstem Namen. Denn der Hubert heißt ja mit erstem Namen Albert und mit zweitem Hubert. Du wuchstest in der Geschar deiner Geschwister wohlbehalten auf
und musstest schon sehr früh große Verantwortung übernehmen. Allzu früh starben deine Eltern, das war für euch eine schwere Jugendzeit. Zwei deiner Geschwister sind leider auch im Krieg geblieben. Euren Christoph und euren Josef habt ihr sicherlich sehr vermisst. Dein Vater war der zweite Mann deiner Mutter. Der erste Mann, Johann Frese, starb im Ersten Weltkrieg am 27.03.1916 im Alter von nur 36 Jahren. Am 29.11.1917 heiratete dann deine Mutter, Josef Christoph Frese. Josef Christoph wurde also mit zweiten Namen dann gerufen. Vieles könnte ich zu den Ahnendaten noch berichten, weil ich mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Und zwar zurückliegend bis zum Jahre 1693. Oh. Aber das würde heute sicherlich zu weit führen. Dazu müssen wir uns ein anderes Mal hier zusammenfinden. Der erste Mann deiner Mutter war 13 Jahre älter als deine Mutter und dein Vater war 2 Jahre älter als deine Mutter. Dein Bruder Christoph Josef Karl fiel 1943 in Kirichi, südöstlich von St. Petersburg, im Alter von 22 Jahren. Er liegt nahe einer Eisenbahnbrücke dort begraben, wie wir kürzlich nochmal vom Kriegsgräberbund bestätigt bekommen haben. Dein Bruder Josef Laurentius ist seit April 1945 vermisst. Er war damals 20 Jahre alt. Wahrscheinlich wird er auf dem Friedhof in Halbe in Brandenburg begraben liegen. Elisabeth Maria Stöber starb mit 51 Jahren im September 1970 in Arnsberg und Anna Josefa mit 81 Jahren im Jahr 2000 in Müschede. Auch für dich kam die Zeit des fürchterlichen Krieges. Lange Zeit warst du an der Ostfront und kamst schließlich dann kurz vor dem Kriegsende noch in Gefangenschaft. Du wurdest, Gott sei Dank, schon relativ schnell entlassen und brachtest deinen Freunden ins Ja. Nun obliegt es mir nicht, zu deiner Jugendzeit mehr zu sagen, denn davon weiß ich nicht mehr zu viel. In der Aufbruchstimmung nach dem Kriege dachtest du auch daran, deine Frau fürs Leben zu suchen. Du hast dann reichlich Ausschau gehalten nach Partnerinnen. Alle Namen kenne ich natürlich nicht. Aber einen Namen kenne ich, aber den nenne ich nicht. Schon bald fandest du dann deinen Stern fürs Leben. Gertrud war damals bei Alberts und später bei Oberreuters. Dann warfest du ein Auge oder besser gesagt zwei Augen auf sie. Recht schnell kam es dir dann zu der Erkenntnis, dass ihr beide doch wohl zusammenfassen würdet. Ja. Und siehe da, 50 Jahre. Die Ehe war nicht nur fruchtbar, sondern auch in jeder Hinsicht von Erfolg gekrönt. Doch, wenn ich zum Beispiel an den Neubau eures Hauses hier denke. Aber jetzt ist der gebaut worden. Ja. Aber jetzt muss ich unbedingt natürlich auch noch den Opel erwähnen, der ja für dich und für deine Geschwisterschar ein langer Weggefährte gewesen ist. Wie schön, dass du geboren bist, werden dich sonst wirklich sehr vermissen. Wie schön, dass wir hier heute beisammen sind und wir gratulieren dir auch, Geburtstagskind. Wir alle möchten dir unsere herzlichen Glückwünsche übermitteln und freuen uns, dass wir heute alle hier zusammen sind. Eine Sekunde. Eine Sekunde, nein, es geht sofort weiter. Achso, das sollte Dominik vorlesen, nach mir. Rechts das, dass wir hier beisammen sind. Der liebe Gott schenke dir weiterhin seinen Segen, Gesundheit und Freude, sowie noch weitere gesegnete Jahre. 80 Jahre sind eine lange Wegstrecke auf dem Lebensweg.
Sicherlich kannst du auf vieles, wenn auch nicht immer nur Leichtes, zurückblicken. Denn was auf deinen Feldern des Lebens als Ernte gewachsen ist, hast du nicht alles allein gesät. Wir haben es auch nicht immer allein erarbeitet. Und wenn etwas gereift ist, verdanken wir das nicht nur uns selbst. Nicht immer hat dir die Sonne im Leben geschienen. Stürme und Unwetter und dazu auch die Kraft, sie zu überstehen, kamen ohne eigenes Zutun. So ist dein heutiger Geburtstag auch ein Grund zum Danken für alles, was du in deinen 80 Jahren am Positiven erleben durftest. Trotz oft leichter Prüfungen hast du so manches schaffen können und bei allen Anstrengungen, das ist wichtig, auch Glück und Freude erleben. Heute wollen wir deinen Geburtstag feiern und diese Stunden auch so richtig genießen. Dem Leben zugewandt, zurückblickend, aber auch vorwärts schauend, besinnlich und froh. Dazu wünschen wir dir alle viel Glück und Optimismus und die engagierte Tatkraft, aber auch die notwendige Gelassenheit, viel Freude und gute Freunde und natürlich dazu auch die gute Gesundheit und Gottes Segen. Die Unruhe der Vergangenheit solltest du hinter dir lassen und gleichzeitig aber Kraft, Mut und Hoffnung für die Zukunft erbitten. Jeder Moment im Leben birgt Überraschungen in sich, aber sich immer wieder auf das Neue einzulassen, das ist die größte und auch die wahre Lebenskunst. Und wir Erwachsenen blicken gerne über den Tag hinaus in die Zukunft. Was wird sie uns wohl bringen? Was dies alles anbetrifft, so sieht es in vielen Bereichen zurzeit nicht sonderlich positiv aus. Wir hören und lesen das täglich in den Zeitungen und im Fernsehen. Deswegen möchte ich hier auf weitere Ausführungen verzichten. Für die Zukunft haben wir Sterne nötig, die uns auch über die Erde und auch über den richtigen Weg führen sollen. Besonders bei stürmischer See und auch bei unruhiger See. Uns allen wünsche ich einen Stern der Hoffnung mit möglichst vielen Lichtblicken, die uns dann auch sicher führen mögen. Unser Stern mag uns ein wegweisendes Bild zeigen, damit wir immer wieder einen Aufbruch wagen können und Mut und Klarheit für den Arbeitsalltag, für jeden neuen Tag finden. Zum Schluss möchten wir neben deiner Gratulation, lieber Johannes, all derer gedenken, die mit dir im Leben verbunden gewesen sind. Deine Eltern, deine Geschwister, deine Frau und deine Kinder, deine Enkelkinder und Urenkelkind, deine Freunde und alle anderen. Wir bitten darum, dass die ganze Familie vor Sorgen, Leid und Krankheit gewahrt bleiben möge. Sollten sich allerdings Stunden der Enttäuschung und der Einsamkeit einstellen, dann mögen wir doch alle auch wohl die Kraft finden, wieder aufeinander zuzugehen und das Leben gemeinsam zu meistern. Den Politikern mögen die richtigen Entscheidungen für die Lösungen der vielfältigen Aufgabengebiete zuteil werden. Aber jetzt wollen wir zunächst erst einmal mit Johannes anstoßen und ein Bier oder ein Wein miteinander trinken. Und im Anschluss daran möchte ich dann Dominik bitten, noch einen kurzen Text vorzulesen, der, meine ich, gerade so auch so einen gewissen bäuerlichen Slang in sich wird. Ja. Prost! Prost! Johannes! Johannes! Ich hab's schon gut gemacht.